Hallo ihr Lieben, ich melde mich endlich mal. Wir haben jetzt wirklich kurz oder so 20 vor 2, wir fahren jetzt auch los, haben uns gerade fertig gemacht. Ich habe eigentlich den ganzen Morgen, was heißt den ganzen Morgen, ist jetzt übertrieben, aber den ganzen Tag bis jetzt damit verbracht, am PC zu hängen. Ich habe viel mit dem Lias Quatsch gemacht, gell mein Schatz? Wir haben gerade so ein kleines Shooting gemacht und zwar habe ich hier alles abgedunkelt. Und er, ich habe eine weiße Decke hier hingemacht und dann saß er auf der weißen Decke nur mit einer Pampi. Ja, mit der Pampers und mit so einer schönen Lichterkette und so. Es sieht echt schön aus. Die Bilder werde ich aber sehr wahrscheinlich niemals online stellen, weil er halt eben Nackidei ist. Muss nicht sein, aber ja. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Bilder, die so abgedunkelt sind. Mal gucken, aber die sind so schön geworden. Ich hatte das nämlich auf Instagram bei jemandem gesehen gehabt und das war so voll die Inspiration und dann habe ich losgelegt. Auch mit so einer Weihnachtsmütze noch, also sieht total süß aus. Ja, es ist fertig. Wow, schickimicki. Die Schuhe sind von Timberland, die Hose ist von Zara und das, oder der Pulli, wo hier die Mickey Maus halb drauf ist, ist vom C&A. Genau, ich habe hier so ganz schlicht schwarze Hose und Pulli an. Es ist nicht so kalt heute, ich glaube es sind nur, ich glaube 4 Grad oder sowas. Ich weiß nicht, ich ziehe natürlich noch eine dicke Jacke an. Mhm. Gehen wir jetzt los, dass wir uns mit Omi und Tante treffen? Ja, ich würde sagen, wir gehen tatsächlich mal los. Deswegen, ich versuche euch so gut es geht ein bisschen mitzunehmen. Wir sind jetzt endlich in der Stadt angekommen. Es hat 1 Million Jahre gedauert und wir haben den neuen Kinderwagen mit dabei. Den zeige ich euch aber ganz genau erst, wenn ich ihn jetzt mal getestet habe. Und er ist heute das erste Mal in Einsatz und wird auf Herz und Nieren geprüft. Und ja, Lias ist gut eingemurmelt in seinem Fußsack. Und ich treffe mich jetzt mit Mami und Schwester, die sind nämlich schon da. Das ist so cool, aber ich habe es mir mal angehalten. Das ist echt ein bisschen zu abgespaced. Sieht so schön aus. Ach ja, der Baum wird auch von Jahr zu Jahr ein bisschen kahler. Mittlerweile auf dem Frankfurter Weihnachtsmarkt angekommen. Baby Lias ist mittlerweile eingeschlafen. Und wir gehen jetzt mal ein bisschen was essen und später vielleicht auch auf dem Karussell. Mal gucken. So, wir haben gerade Glühwein getrunken, beziehungsweise meine Mutter hat Glühwein getrunken und wir haben heißen Orangensaft getrunken. Meine Schwester bringt gerade alles weg und danach geht es ab aufs Karussell. Mal gucken, wie der Lias darauf Lust hat. Richtig krass, ab 13 Monaten zahlen die Kinder einfach vollen Preis. Eine Fahrt kostet einfach mal 3 Euro. Richtig übertrieben teuer. Also das ist schon echt strange. Aber nun gut, eine Fahrt gönnen wir uns und mal gucken, wie es wird. Mittlerweile mal im Sephora angekommen. Ich schaue mich hier auch gerade mal um. Ja, das ist so unser letzter Step. Wir sind jetzt lange auf dem Weihnachtsmarkt gewesen und dann geht es jetzt auch bald mal ab nach Hause. Wir sind wieder zu Hause und haben dieses Ding hier mitgenommen. Ich fand das so cool. Ich habe das schon sehr, sehr oft gesehen. Das hat hier so einen Stiel. Man kann das Ganze natürlich auch verstellen. Zeig mal, Lias, wo ist das? So, dass es langsam blinkt oder sogar aufhört zu blinken oder halt komplett aus. Das ist wirklich so ein Luftballon. Mit hier so LEDs und so ein Stab. Und Elias, der liebt ja sowas. Und ich auch. Ich hatte das wirklich, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal gesehen habe, aber ich habe es schon voll oft sowas gesehen. Und jetzt ich wusste aber nie, wo die Leute das herhaben. Gerade auf der Kirmes sieht man sowas. Ja, Baby Elias. Muss man die Sky-Karte hier wieder aufheben, der verfrachtet die ja immer weg. Ach, das war ein richtig schöner Tag gewesen mit meiner Mama und meiner Schwester. Wir haben so viele Fotos gemacht. Wir haben Glühwein, beziehungsweise meine Mutter hat Glühwein getrunken. Und wir heißen Orangensaft. Dann haben die noch Backfisch gegessen. Ich habe nichts gegessen, weil ich schon zu Hause gegessen hatte.
Ich habe mir noch Erdbeeren mit weißer Schokolade geholt. Es ist einfach so abnormal teuer geworden. So ein paar Erdbeeren, ich glaube, da sind 5 Stück oder sowas drauf mit weißer Schokolade. Leute, 4,50 Euro. Was für gestörte Preise sind das bitte? Also richtig, richtig heftig. Aber ich habe mir sonst nichts anderes gegönnt, deswegen war es nicht so schlimm. Aber oh mein Gott, dieser Ballon auch, die wollten 10 Euro dafür haben. Ich habe gesagt, okay, nee. Ich habe zu meiner Schwester gesagt, hol mal so einen Ballon, aber gib den 8 Euro. Und die ist zurückgekommen und hat den auch nur 8 Euro gegeben. Und das Gute ist aber, man kann da unten Batterien reinmachen. Das heißt, wenn es irgendwann mal nicht mehr geht, kann man die Batterien austauschen und danach geht es auch wieder. Also das finde ich ganz cool. Ja, sind es deine Schuhe? Ja, wir sind gerade eben reingekommen. Ich war gerade nur schnell auf Toilette. Ich habe gedacht, meine Blase platzt gleich. Ich wollte mich eigentlich nur schnell oder kurz von euch verabschieden, denn ich habe heute nicht so viel gefilmt. Ich werde euch auf jeden Fall mal noch eine Szene einblenden, wo ich mit dem Dias auf dem Karussell gewesen bin. Es war so cool gewesen. Der hat da ganz gechillt bei mir gesessen und hat da das Pferdchen angefasst und hat geguckt. Also überhaupt nicht irgendwie gequengelt oder sowas, weil als es angefangen hat, habe ich mir gedacht, so, ist es vielleicht doch zu schnell. Aber es war alles Roger gewesen. Der fand so lustig, der hat die ganze Zeit den Karussell nämlich angestarrt gehabt, als wir da am Anfang standen. Fand er total cool. Wuppa! War auf jeden Fall sehr, sehr cool gewesen. Also das war Lias sein allererster Weihnachtsmarktbesuch. Wir waren nämlich noch nicht auf dem Weihnachtsmarkt jetzt die letzte Zeit. Und sein allererstes Mal, dass er auf dem Karussell gewesen ist. Gell, mein Schatz, wie so viele erste Sachen heute passiert. Meine Güte, meine Güte. Ja, der kriegt jetzt erstmal eine neue Pampi. Und dann wird es umgezogen und wird gegessen. Und ich denke so, ja, eine halbe Stunde wird er auch dann ungefähr schlafen. Der hat ja jetzt heute viel erlebt und war jetzt viel an der frischen Luft. Deswegen, Sephora habe ich gerade auch nichts gekauft. Meine Mutter und meine Schwester wollten da mal kurz rein. Weil die den Store noch nicht gesehen hatten, den großen jetzt. Und ja, ansonsten habe ich auch bei Primark habe ich auch nichts geholt. Ich bin da halt hauptsächlich mit meiner Mutter, wegen meiner Mutter rein, weil die gesagt hat, du hast dir die letzte Zeit so viele schöne Mickey Mouse Sachen geholt, ich will das auch haben. Und dann hat sie sich jetzt auch so ein paar Sachen geholt. Ein T-Shirt und so einen Sportanzug und ja. Genau. Ja, mein Freund müsste jetzt auch bald kommen. Der hat heute nämlich Weihnachtsfeier von der anderen Firma. Jetzt schon die zweite Weihnachtsfeier. Ich liebe Weihnachtsfeiern. Eigentlich bin ich voll schade, dass ich sowas nicht mehr habe. Vielleicht irgendwann mal wieder. So, Bibilias, machen wir uns mal Bett fertig, beziehungsweise du erstmal essen und dann Bett fertig. Und dann setze ich mich auf die Couch und stelle erstmal mein Video online für heute. Ich habe das heute Vormittag schon fertig geschnitten, ist auch schon hochgeladen. Ich muss nur noch alles fertig machen, damit ich es online stellen kann. Und jetzt höre ich mal auf zu labern und ich würde sagen, ich melde mich morgen einfach wieder bei euch, weil das war jetzt wirklich ein ganz kurzer Vlog, gehe ich von aus. Ich glaube so 8, 9, 10 Minuten maximal. Deswegen, ich melde mich morgen wieder bei euch. Also bis morgen, ciao, ciao. Ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Adventskalender-Türchen. Ja, heute habe ich wieder ein klitzekleines bisschen Beauty on Fleek für euch. Die liebe Dagi B hat nämlich eine neue Kollektion rausgebracht und zwar Batik. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist doch etwas Perfektes für meinen Adventskalender. Ich habe heute 3 kleine Sets zusammengestellt. Also es wird diesmal 3 Gewinner geben und ich stelle euch die 3 Sets einmal kurz vor. Das erste Set besteht aus einer Highlighter-Palette und die ist echt krass, also wirklich, und einem Lipgloss. Also da ist ja in ihrer Palette oder beziehungsweise in ihrer Kollektion ist alles sehr krass von den Farben. Also alles sehr metallisch und glossy und Farben und überhaupt. Den ich mir hier ausgesucht habe, ist Kaleidoskop. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, aber das war so die Farbe, die mir am meisten zugesagt hat. Und hier hinten steht drauf, dass es ein holographischer Gloss ist mit Holopigmenten, also für den richtig krassen Effekt. Die Farbe habe ich mir einmal für euch ausgesucht. Und dazu gibt es noch diese Highlighter-Palette. Es gab, glaube ich, 2 verschiedene. Ich habe mich hier für die Champagne entschieden. Und Leute, ich muss euch echt sagen, dieses Packaging ist echt on fleek und es ist richtig schwer. Also, wenn man so Highlighter-Paletten in den Händen hält, ist es ja meistens so, ja, nicht so wirklich schwer. Aber das hier, da denkt man echt so, wow, was ist denn da drinne bitte? Also echt krass. Und auch die Verpackung, alles so schön holographisch. Das sieht so, so, so schön aus. Auch ein schöner, großer Spiegel. Und
diese drei Highlighter-Farben. Die sehen auch wunderschön aus. Ich finde, gerade so von hell nach dunkel passen die wirklich zu jedem Hauttypen. Und ja, das wäre so das erste Set, was ihr gewinnen könnt. Das zweite Set, da habe ich mich auch für ein Lippenprodukt entschieden, und zwar Sunset. Das ist auch, ich muss gerade mal schauen, ein feuchtigkeitsbewahrender Gloss mit wertvollen Arganöl. Und Glitzerakzenten sind da drin. Also Sunset hat mir auch sehr, sehr gefallen. Wie gesagt, das ist hier alles zugeklebt, deswegen ich möchte es nicht aufmachen. Aber dieser Gloss ist jetzt hier im zweiten Set drin. Und ich habe mich für zwei Pinsel noch entschieden. Einmal so ein größerer. Den kann man sehr gut als Highlighterpinsel zum Beispiel benutzen. Aber auch irgendwie, um was unter dem Auge wegzufegen. Ja, ich weiß gar nicht, hat sie das? Doch, sie hat es hier auch als Highlighterpinsel betitelt. Und kommt hier in so einer schönen Verpackung. Und dann nochmal ein Lidschattenpinsel. Der 004 und das ist der 003. Ich habe hier so einen Blendepinsel mal genommen, weil so Blenderpinsel, die kann man glaube ich nie genug haben. Die sind ja auch ständig immer schmutzig. Deswegen diese zwei Pinsel und Sunset Gloss, diese zwei oder diese drei Sachen sind im zweiten Set. Und das dritte Set, da muss ich sagen, ich wollte halt unbedingt auch wieder ein Lippenprodukt, aber das Lippenprodukt. Oder die Lippenprodukte waren sehr krass teilweise, wirklich so in lila und krassen Pinktönen und so weiter. Und ich wollte halt irgendwie was verlosen, was wirklich die breite Masse abdeckt. Und deswegen habe ich mich für den gleichen Gloss wie beim ersten Set entschieden. Also wieder dieses Kaleidoskop, wie auch immer es ausgesprochen wird. Das ist halt einfach so ein, wie man es hier sehen kann, eher so was Schimmriges, was halt wirklich, ja, das kann man schön, wenn man sich ein Lippenstift aufgetragen hat, kann man schön ins Zentrum von den Lippen geben, damit man einfach so einen kleinen Boom-Effekt hat. Und ich habe mich halt, wie gesagt, dafür entschieden, weil es einfach die breite Masse eher abdeckt, wie wenn ich jetzt irgendwas Pinkes oder Lilanes oder keine Ahnung was genommen hätte. Und das zweite Produkt vom dritten Set, also das erste ist der Gloss und das zweite ist eine Lidschattenpalette, die ich auch sehr, sehr schön finde. Es gab verschiedene Lidschattenpaletten. Auch hier bin ich auf Nummer sicher gegangen und habe nicht die total abgespaced bunte genommen, sondern eher eine, die die ganzen Nude-Töne abdeckt. Auch hier ist wieder ein schöner großer Spiegel mit dabei und ich nehme jetzt auch die Folie extra nicht ab. Also das sind die Farben. Gerade der hier, oh mein Gott, wie schön ist die Farbe bitte. Also wirklich von ganz hell bis komplett dunkel. Mit der Palette kann man wirklich viel, viel anfangen. Eine absolute Herbst-Winter-Palette, auch für den Frühling. Also das sind so Farben, die kann man auch das ganze Jahr theoretisch benutzen. Also sehr, sehr, sehr schöne Palette. Ich finde es auch genial. Von außen sind die alle ja so weiß oder mit diesem holographischen. Und wenn man es dann aufmacht, dann merkt man so dieses Braune hier. Aha, das ist das, was die Palette als Farbe widerspiegelt. Also man merkt richtig, da wurde sehr viel Liebe und Zeit ins Packaging gesteckt. Und es ist auch nicht so dieses Billige, was man von vielen Marken kennt. Das ist wirklich hochwertig. Das ist richtig robust. Da kann man jetzt hin und her knicken, da passiert nichts. Also es ist wirklich auch ein bisschen schwerer. Also ja, die Preise sind leider Gottes nicht so günstig. Also das ist schon... Also da habe ich echt geschluckt, als ich die Preise gesehen habe. Aber vom Packaging her total gerechtfertigt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie gut die Pigmentierung oder sowas ist, aber vom Packaging her kann man schon mal sagen, da wurde echt investiert. Also das schon mal tipptopp on fleek, so ein kleiner Feedback auch mal zu diesen Produkten. Also diese drei Sets könnt ihr jetzt heute in diesem Adventskalendertürchen gewinnen. Wie immer dafür müsst ihr Abonnent meines Kanals sein, dem Video einen Daumen hoch hinterlassen und einen Kommentar. Dann nehmt ihr schon automatisch teil und wenn ihr eure Gewinnchance verdoppeln möchtet, dann einfach rüber auf Instagram, auch dort mir folgen, dem jeweiligen Foto einen Daumen hoch geben bzw. ein Like geben und einen Kommentar hinterlassen und dann nehmt ihr schon automatisch an dem Gewinnspiel bzw. an diesem Adventskalendertürchen teil. Ja, ihr Lieben, das war es auch schon dann jetzt mit diesem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, beziehungsweise auch natürlich jetzt die Verlosung. Und dann würde ich sagen, wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Also macht's gut. Ciao, ciao.